Arbeiten auf einem Kreuzfahrtschiff, Leben auf hoher See. Für Hotelfachfrau Nadine Protz ein lang gehegter Wunsch. Und vielleicht auch das ein oder andere noch neben dem Job natürlich sehen zu dürfen, ist eine tolle Vorstellung für mich. Ronny Wagner würde gern als Koch anheuern. Ich habe auf jeden Fall Fernweh, mich zieht's in die Ferne. Beim Casting an Bord müssen die beiden aber erst noch beweisen, ob sie fit sind für den Traumjob mit Meerblick. Nadine aus Waren-Müritz und Ronny aus Neubuko beim Karrieretag auf der AIDA Diva. Hunderte Köche, Kellner oder Barkeeper hatten sich beworben, doch nur 20 Handverlesene wurden von der Rostocker Reederei zum Test eingeladen. Ich denke mal, am Anfang hat man Schwierigkeiten, sich noch zurechtzufinden. Ja, ich bin fasziniert, wirklich. Es ist überwältigend. Aber genau so habe ich es mir vorgestellt. 30 Fragen zu Fach- und Allgemeinwissen mussten sie schon beantworten. Heute geht es im praktischen Teil für sie um alles, um den Wunschjob auf einem großen Kreuzfahrtschiff. Vorher führt Bar- und Restaurantmanager Jan-Christoph Fietz durch eine der Top-Adressen an Bord. So, herzlich willkommen im Rossini-Restaurant. Unser zweites à la carte Restaurant an Bord. Hier ist halt das Restaurant für den besonderen Moment, vielleicht für den Namenstag, für den Hochzeitstag, für den Geburtstag oder aber auch. Nadine hat sich als Chefkellnerin für dieses feine Restaurant beworben. Zum ersten Mal richtiger Kontakt mit dem noblen Ambiente. Das wäre ein Traum. Also ich finde die Atmosphäre super toll hier drin und kann mir das gut vorstellen. Ihr Können soll die 26-Jährige gleich den Prüfern Daniela Perez-Ramirez und Norman Osman beweisen. Sie geben die besonders anspruchsvollen Gäste, wollen Nadine kritisch beäugen. Sind Sie höflich am Tisch? Wie reagieren Sie auf schwierige Situationen? Wenn Sie nicht weiterkommen, möchten Sie, können Sie noch mal in der Küche nachfragen? Wobei es jetzt wirklich nicht darum geht, Gemeinheiten auszutüfteln oder sonst irgendwas. Uns ist wirklich wichtig zu sehen, wie gibt sich der Teilnehmer auch in Stresssituationen. Während sich Nadine nochmal sammelt, inspiziert Ronny die Gourmet-Küche. Alles wird hier frisch zubereitet, erklärt Chefkoch Sascha Quast den Anspruch. Für besonders verwöhnte Passagiergaumen. Das heißt, wenn wir jetzt hier in der Ostsee unterwegs sind, haben wir ein skandinavisches Menü dabei, wir machen ein russisches Menü. Machen wir. Und in Helsinki und Stockholm beispielsweise gehe ich raus auf die Märkte, kaufe den frischen Fisch dann ein. Kreatives Kochen auf kleinstem Raum. Wie das funktionieren soll, erfährt Koch Ronny hier aus erster Hand. Also die Enge hier an Bord ist doch schon beeindruckend, dass die Jungs das immer alles schaffen mit der hohen Qualität. Das ist wirklich phänomenal eigentlich. Da würde der 34-Jährige gern mitmischen, vorausgesetzt er übersteht den Praxistest. Für Hotelfachfrau Nadine wird es nun ernst. Jetzt muss sie den Prüfern im Restaurant zeigen, was sie in Getränke- oder Speisenkunde drauf hat. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Rossini. Sie empfiehlt das Abendmenü mit seinen Feinheiten. Yuzu ist eine Zitronat, eine japanische Zitronat, die sehr geschmacksintensiv ist. Und Emulsion ist halt ja, wie so eine Art Jus, Fruchtjus. Schon taucht das erste Problem auf. Und diese Kokobohnen, das habe ich auch noch nie gehört. Da entschuldige ich mich sehr für, da müsste ich selber noch mal in der Küche nachfragen. Clever reagiert oder völlig falsche Antwort? Die Prüfer lassen sich nichts anmerken. Ja, also ich mag nicht so gerne dieses Blutorangensorbet. Können wir da was anderes machen? Wir haben ganz verschiedene Sorbets im Angebot. Also je nachdem, was Ihrem Geschmack mehr entspricht, würden wir uns da natürlich was anderes einfallen lassen. Ich könnte Ihnen zum Beispiel ein Rhabarber-Sorbet empfehlen. Auch bei den Köchen geht es nun ans Eingemachte. Die heiße Phase beginnt. Ja, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber vielleicht eine Suppe, ein Hauptgang, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Lass mich überraschen. Küchenmanager René Thiersch lässt vor den Bewerbern die Katze aus dem Sack. Wir machen einen kleinen Hauptgang. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Ihr seht verschiedene Sachen, die wir hier angeboten haben oder im Angebot haben an Fleisch. Der Auftrag wird lauten, ein Putengeschnetzeltes. Ein Putengeschnetzeltes als Gourmet-Essen und das in einer völlig fremden Küche. Also ich weiß auch nicht, wo meine Platte ist, meine Herdplatte. Mal schauen. Freie Wahl bei Zutaten, Gewürzen oder Gemüse. Nur das Geflügel ist vorgegeben und die Zeit 30 Minuten. Und für mich ist natürlich interessant zu sehen, was machen Sie daraus? Ja? Wie ist die Organisation des Postens? Arbeiten Sie sauber? Sind Sie koordiniert?
Das sind für mich eigentlich die wichtigen Punkte, die ich hier gerne sehen möchte. Exotisch soll es bei Ronny schmecken, mit Zitronengras, Spargel, Rosmarin und Knoblauch. Arbeiten unter Zeitdruck, ist das ein Problem für dich? Nee, es ist eigentlich Gewohnheit. Bloß heute ist es ganz, ganz andere Umstände, deswegen ein bisschen aufregend alles. Bei Nadines Prüfung häufen sich die Überraschungen, plötzlich eine Silberhochzeit. Wir sind seit heute 25 Jahre verheiratet. Dann meine herzlichsten Glückwünsche dazu. Danke. Aperitif sind Sie dann auch gerne eingeladen. Was darf es sein? Darf es mehr was Fruchtiges sein, was Süßes, was Trockenes? Ja. Nadine gibt einen aus auf Reedereikosten. Ob das hier aber den Regeln entspricht? Nach dem Reaktions folgt der Englischtest. Also zum Beispiel, Sie arbeiten hier mit einem asiatischen Kollegen und der soll mal Tisch 18 abräumen und danach die Musik leiser stellen. Und der heißt Wirt Walter. Wirt Walter. Excuse me please, Mr. Walter, could you please be so kind and clean up the table and dim the sound of the recorder, please, of the music recorder, please. Okay. Yeah. Okay. Do you have a cooking station for me? In der Küche versucht es Ronny auch mit Englisch unter strengen Prüferaugen. Die Herdplatte fehlt ihm immer noch. Das ist sicherlich deine Platte hier, ne? Okay, excuse me, that is his one. Die brauchst du jetzt, ne? Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen, weil mein Arbeitsplatz ist da hinten. Ich muss ein bisschen hin und her laufen, aber noch ist alles im grünen Bereich. Schließlich ist alles am Platz und der Koch auf Betriebstemperatur. Deine Art zu kochen beschreiben, Ronny. Ich kombiniere gerne verschiedene regionale Produkte, also Deutsch zum Beispiel mit Italienisch oder Spanisch mit Italienisch, also mediterran halt. Ich versuche halt mein eigenes Ding zu machen, quasi ein bisschen Freestyle. So wie jetzt Zitronengras mit dabei, ein bisschen Spargel, ein bisschen Pilz. Einfach nur mal einen exotischen Geschmack reinzukriegen. Es duftet schon schön in der Nase, ne? Ich bin schon gespannt auf die Verkostung nachher. Einen Pluspunkt für die Kreativität hat Ronny schon mal sicher. Nadine hofft derweil, dass sie ihre anspruchsvollen Gäste in der Prüfung zufriedengestellt hat. Sie wartet auf das Ergebnis und träumt sich schon mal hinaus aufs Meer. Ich würde sagen, es war okay. Es gab einige Fragen von den Gästen, wo ich ehrlich sagen muss, da habe ich noch mal Nachholbedarf oder müsste mir das noch mal anschauen. Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Beim Kochtest legt Ronny letzte Hand an das Putengeschnetzelte. Die Zeit ist um. Jetzt schlägt die Stunde der Prüfer und für Ronnys Gericht. Geht in eine andere Richtung? Ja, aber das Fleisch wirklich schön auf den Punkt. Es ist richtig schön saftig. Es ist super gut gewürzt mit dem Spargel jetzt auch noch zusammen, den er hier mit ins Spiel gebracht hat. Kriegt das Ganze noch eine richtig frische Note. Auch die drei Mitbewerber haben sich einiges einfallen lassen. Im schriftlichen Test ist Ronny Tagesbester, erfährt er im entscheidenden Einzelgespräch. Doch hier geht es vor allem ums Kochen. Auch, wie Sie sich in der Praxis unten geschlagen haben, sehr strukturiert, sehr sauber gearbeitet, sehr kontinuierlich an die Sachen mit rangegangen. Also das hat beeindruckt. Nach 7 Stunden an Bord das Ergebnis für Nadine. Chefkellnerin wollte sie hier werden und erlebt eine faustdicke Überraschung. Dadurch, dass sie aber so sehr zielstrebig aufgetreten sind, wird man ihnen eher die Position des Assistant Maitre d' anbieten, also des stellvertretenden Restaurantleiters. Wow, cool. Vom Fleck weg befördert, noch bevor sie angeheuert hat. Juhu, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist mega krass für mich gerade. Ich denke, vielleicht im Restaurant, wie ich am Tisch mit den Gästen geredet habe und das hat sie, glaube ich, überzeugt. Überzeugen konnte auch Ronny mit seinen Kochkünsten. Und dann bis bald an Bord. Ja, ich freue mich. Momentan bin ich ein bisschen sprachlos. Das Leben beginnt mal wieder auf Neues. Neuer Anfang, neue Herausforderung. Also ich bin wirklich glücklich. Schon bald werden sie sich in das Abenteuer Seefahrt stürzen. Nadine und Ronny haben ihn ergattert, den lang ersehnten Traumjob mit Meerblick. Beantworten. Heute geht es im praktischen Teil für sie um alles, um den Wunschjob auf einem großen Kreuzfahrtschiff.
Vorher führt Bar- und Restaurantmanager Jan-Christoph Fietz durch eine der Top-Adressen an Bord. So, herzlich willkommen im Rossini-Restaurant, unser zweites à la carte Restaurant an Bord. Hier ist halt das Restaurant für den besonderen Moment, vielleicht für den Namenstag, für den Hochzeitstag, für den Geburtstag oder aber auch... Nadine hat sich als Chefkellnerin für dieses feine Restaurant beworben. Zum ersten Mal richtiger Kontakt mit dem noblen Ambiente. Das wäre ein Traum. Also ich finde die Atmosphäre super toll hier drin und kann mir das gut vorstellen. Ihr Können soll die 26-Jährige gleich den Prüfern Daniela Perez-Ramirez und Norman Osman beweisen. Sie geben die besonders anspruchsvollen Gäste, wollen Nadine kritisch beäugen. Sind Sie höflich am Tisch? Wie reagieren Sie auf schwierige Situationen? Wenn Sie nicht weiterkommen, möchten Sie, können Sie noch mal in der Küche nachfragen? Wobei es jetzt wirklich nicht darum geht, Gemeinheiten auszutüfteln oder sonst irgendwas. Uns ist wirklich wichtig zu sehen, wie gibt sich der Teilnehmer auch in Stresssituationen. Während sich Nadine nochmal sammelt, inspiziert Ronny die Gourmet-Küche. Alles wird hier frisch zubereitet, erklärt Chefkoch Sascha Quast den Anspruch. Für besonders verwöhnte Passagiergaumen. Das heißt, wenn wir jetzt hier in der Ostsee unterwegs sind, haben wir ein skandinavisches Menü dabei, wir machen ein russisches Menü. Und in Helsinki und Stockholm beispielsweise gehe ich raus auf die Märkte, kaufe den frischen Fisch dann ein. Kreatives Kochen auf kleinstem Raum. Wie das funktionieren soll, erfährt Koch Ronny hier aus erster Hand. Also die Enge hier an Bord ist doch schon beeindruckend, dass die Jungs das immer alles schaffen mit der hohen Qualität. Das ist wirklich phänomenal eigentlich. Da würde der 34-Jährige gern mitmischen, vorausgesetzt er übersteht den Praxistest. Für Hotelfachfrau Nadine wird es nun ernst. Jetzt muss sie den Prüfern im Restaurant zeigen, was sie in Getränke- oder Speisenkunde drauf hat. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Rossini. Sie empfiehlt das Abendmenü mit seinen Feinheiten. Yuzu ist eine Zitronat, eine japanische Zitronat, die sehr geschmacksintensiv ist. Und Emulsion ist halt ja, wie so eine Art Jus, Fruchtjus. Schon taucht das erste Problem auf. Und diese Kokobohnen, das habe ich auch noch nie gehört. Da entschuldige ich mich sehr für, da müsste ich selber noch mal in der Küche nachfragen. Clever reagiert oder völlig falsche Antwort? Die Prüfer lassen sich nichts anmerken. Ja, also ich mag nicht so gerne dieses Blutorangensorbet. Können wir da was anderes machen? Wir haben ganz verschiedene Sorbets im Angebot. Also je nachdem, was Ihrem Geschmack mehr entspricht, würden wir uns da natürlich was anderes einfallen lassen. Ich könnte Ihnen zum Beispiel ein Rhabarber-Sorbet empfehlen. Gourmet essen und das in einer völlig fremden Küche. Also ich weiß auch nicht, wo meine Platte ist, meine Herdplatte. Mal schauen. Freie Wahl bei Zutaten, Gewürzen oder Gemüse. Nur das Geflügel ist vorgegeben und die Zeit 30 Minuten. Und für mich ist natürlich interessant zu sehen, was machen Sie daraus? Ja? Wie ist die Organisation des Postens? Arbeiten Sie sauber? Sind Sie koordiniert? Das sind für mich eigentlich die wichtigen Punkte, die ich hier gerne sehen möchte. Exotisch soll es bei Ronny schmecken. Mit Zitronengras, Spargel, Rosmarin und Knoblauch. Arbeiten und der Zeitdruck, ist das ein Problem für dich? Nee, es ist eigentlich Gewohnheit. Bloß heute ist es ganz, ganz andere Umstände, deswegen ein bisschen aufregend alles. Bei Nadines Prüfung häufen sich die Überraschungen, plötzlich eine Silberhochzeit. Wir sind seit heute 25 Jahre verheiratet. Dann meine herzlichsten Glückwünsche dazu. Danke. Aperitif sind Sie dann auch gerne eingeladen. Was darf es sein? Darf es mehr was Fruchtiges sein, was Süßes, was Trockenes? Nadine gibt einen aus auf Reedereikosten, ob das hier aber den Regeln entspricht. Nach dem Reaktions folgt der Englischtest. Also zum Beispiel, Sie arbeiten hier mit einem asiatischen Kollegen und der soll mal Tisch 18 abräumen und danach die Musik leiser stellen. Und der heißt Wirt Walter. Wirt Walter. Excuse me, please, Mr. Walter. Could you please be so kind and clean up the table and dim the sound of the recorder, please, of the music recorder, please? Okay. Yeah. Okay. Do you have a cooking station for me? In der Küche versucht es Ronny auch mit Englisch unter strengen Prüferaugen. Die Herdplatte fehlt ihm immer noch. Das ist sicherlich deine Platte hier, ne? Okay, excuse me.
That is his one. Die brauchst du jetzt, ne? Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen, weil mein Arbeitsplatz ist da hinten. Ich muss ein bisschen hin und her laufen, aber noch ist alles im grünen Bereich. Schließlich ist alles am Platz und der Koch auf Betriebstemperatur. Deine Art zu kochen beschreiben, Ronny. Ich kombiniere gerne verschiedene regionale Produkte, also Deutsch zum Beispiel mit Italienisch oder Spanisch mit Italienisch, also mediterran halt. Ich versuche halt mein eigenes Ding zu machen, quasi ein bisschen Freestyle. So wie jetzt Zitronengras mit dabei, ein bisschen Spargel, ein bisschen Pilz. Einfach nur mal diesen exotischen Geschmack reinzukriegen. Es duftet schon schön in der Nase, ne? Ich bin schon gespannt auf die Verkostung nachher. Einen Pluspunkt für die Kreativität hat Ronny schon mal sicher. Nadine hofft derweil, dass sie ihre anspruchsvollen Gäste in der Prüfung zufriedengestellt hat. Sie war praktischen Teil für sie um alles, um den Wunschjob auf einem großen Kreuzfahrtschiff. Vorher führt Bar- und Restaurantmanager Jan-Christoph Fietz durch eine der Top-Adressen an Bord. So, herzlich willkommen im Rossini-Restaurant, unser zweites à la carte Restaurant an Bord. Hier ist halt das Restaurant für den besonderen Moment, vielleicht für den Namenstag, für den Hochzeitstag, für den Geburtstag oder aber auch... Nadine hat sich als Chefkellnerin für dieses feine Restaurant beworben. Zum ersten Mal richtiger Kontakt mit dem noblen Ambiente. Das wäre ein Traum. Also ich finde die Atmosphäre super toll hier drin. Und kann mir das gut vorstellen. Ihr Können soll die 26-Jährige gleich den Prüfern Daniela Perez-Ramirez und Norman Osman beweisen. Sie geben die besonders anspruchsvollen Gäste, wollen Nadine kritisch beäugen. Sind Sie höflich am Tisch? Wie reagieren Sie auf schwierige Situationen? Wenn Sie nicht weiterkommen, möchten Sie, können Sie noch mal in der Küche nachfragen? Wobei es jetzt wirklich nicht darum geht, Gemeinheiten auszutüfteln oder sonst irgendwas. Uns ist wirklich wichtig zu sehen, wie gibt sich der Teilnehmer auch in Stresssituationen. Während sich Nadine nochmal sammelt, inspiziert Ronny die Gourmet-Küche. Alles wird hier frisch zubereitet, erklärt Chefkoch Sascha Quast den Anspruch. Für besonders verwöhnte Passagiergaumen. Das heißt, wenn wir jetzt hier in der Ostsee unterwegs sind, haben wir ein skandinavisches Menü dabei, wir machen ein russisches Menü. Und in Helsinki und Stockholm beispielsweise gehe ich raus auf die Märkte, kaufe den frischen Fisch dann ein. Kreatives Kochen auf kleinstem Raum. Wie das funktionieren soll, erfährt Koch Ronny hier aus erster Hand. Also die Enge hier an Bord ist doch schon beeindruckend, dass die Jungs das immer alles schaffen mit der hohen Qualität. Das ist wirklich also phänomenal eigentlich. Da würde der 34-Jährige gern mitmischen, vorausgesetzt er übersteht den Praxistest. Für Hotelfachfrau Nadine wird es nun ernst. Jetzt muss sie den Prüfern im Restaurant zeigen, was sie in Getränke oder Speisenkunde drauf hat. Einen wunderschönen Abend. Herzlich willkommen im Rossini. Sie empfiehlt das Abendmenü mit seinen Feinheiten. Yuzu ist eine Zitronenart, eine japanische Zitronenart, die sehr geschmacksintensiv ist. Und Emulsion ist halt ja, wie so eine Art Jus, Fruchtjus. Schon taucht das erste Problem auf. Und diese Kokobohnen, das habe ich auch noch nie gehört. Da entschuldige ich mich sehr für, da müsste ich selber noch mal in der Küche nachfragen. Clever reagiert oder völlig falsche Antwort? Die Prüfer lassen sich nichts anmerken. Ja, also ich mag nicht so gerne dieses Blutorangensorbet. Können wir da was anderes machen? Wir haben ganz verschiedene Sorbets im Angebot. Also je nachdem, was Ihrem Geschmack mehr entspricht, würden wir uns da natürlich was anderes einfallen lassen. Ich könnte Ihnen zum Beispiel ein Rhabarber-Sorbet empfehlen. Auch bei den Köchen.